Das ist Anna. Anna ist 17 Jahre alt und wohnt in Hamburg. Anders als Annas Freunde verbringt sie diesen sonnigen Frühling auf der Onkologiestation im Krankenhaus. Ihre lebensverändernde Diagnose hat sie mit 16 erhalten, Leukämie. Seitdem hat sich Annas Leben grundlegend verändert. Anna verbringt nun den Großteil ihrer Zeit in Arztpraxen und Krankenhäusern. Auch heute ist Anna im Krankenhaus, um eine Bluttransfusion zu erhalten. Als Folge ihrer Chemotherapie leidet Anna nämlich unter ständiger Blutarmut, auch Anämie genannt. Die Strahlen der Chemotherapie, welche die Krebszellen bekämpfen, hemmen leider ebenfalls die Bildung gesunder Blutzellen. Dieses Problem tritt bei etwa 75% aller Krebspatienten auf. Um Anna und andere betroffene Patienten retten zu können, spenden jeden Tag ca. 15.000 Freiwillige deutschlandweit um die 7.500 Liter Blut. Das gespendete Blut dient natürlich nicht nur Krebspatienten, sondern kommt auch in vielen weiteren Fällen zum Einsatz. Frauen mit Komplikationen bei der Geburt 4%, Menschen mit Herzerkrankungen 16% und selbstverständlich auch Notfallpatienten nach schweren Unfällen 12%. Doch Annas Kategorie verbleibt die mit dem größten Bedarf an Bluttransfusionen. Fast ein Fünftel aller Blutspenden dient der Heilung von Patienten mit Krebs. Möchtest du Anna eine Zukunft ermöglichen? Dann schließe dich den Lebensrettern unserer Gesellschaft an und spende auch du Blut, um Tausende von Leben zu retten.